Und weiter geht's. Diesmal halte ich mich hier auch gar nicht großartig auf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Blast Corps. Und ja, ihr habt's gesehen, in der letzten Folge habe ich den Aufstieg geschafft in die richtig harten Level. Es ging auch direkt Schlag auf Schlag mit dem... Mit diesem Roboter, der sich in die Gebäude reinwerfen kann, so Überschläge, Saltos macht. Und jetzt spielen wir Diamond Sands mit dem von mir so verhassten Kieslaster, mit dem man ja so eine Art Driften machen muss. Hier sehe ich auch, steht schon TNT drin. Oh je, Mini, was soll das nur bedeuten? Da ist eine Unterführung, wo man... Obwohl die Seiten wechseln muss. Puh, das sieht auf jeden Fall schon viel, viel herausfordernder aus als alles, was bisher da war. Okay, wir kürzen das Ganze mal ab, lassen uns mal überraschen. So ein bisschen hier den Zoom rausnehmen. Oh, hier kann ich also nicht drüber. Okay. Ah ja, okay. Ja, das heißt, ich muss... Oh Gott, krass. Nee, da komme ich noch nicht dran. Auch nicht. Jetzt wird es natürlich schon knapp. So, jetzt muss ich die Seite wechseln. Die Zeit drängt. Der Transporter ist schon halb da. Ja, Collision imminent. Das ging gerade noch mal so gut. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, aber auch nicht viel. Nee. Oh, das kann man völlig vergessen. Denn ich muss ja erst hier die Seite fertig machen. Das ist... Wow. Also, richtig, richtig heavy hier. Und ich kann mit diesem Wagen ja nicht so gut. Ich habe... Stunden um Stunden geübt hier. So, erstmal vorbeipacen. Sich Zeit verschaffen. Ja. Okay. Jetzt rüber. Das sieht schon besser aus als gerade. Jetzt muss man das natürlich von der Seite auch hinkriegen. Okay. Das sieht doch sehr gut aus, Freunde. Jetzt nicht nachlassen. Nein, jetzt versaue ich es mir selber. Okay, runter. Und Seitenwechsel. Jetzt muss ich bis zum Ende durch. Okay, gerade nochmal so geschafft. Ich musste mich einfach so sehr konzentrieren, ich konnte nichts sagen. Okay, das hat gut geklappt, zwischen den Häusern durch. Oh nee, jetzt... Ja. Nee, das kann ich vergessen, hab zu viel Zeit hier verplempert, ich versuch's. Hier lang, weil das einfach in Fahrtrichtung... Aber ich denke gleich... Zoomt die Kamera auf die Kollision. Oh ne, jetzt habe ich mich hier auch noch im Haus vertan. Ah. Jo. Fuck! Ganz, ganz knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Das macht richtig Spaß hier. So kann man sich hier ordentlich dran tasten. Jo, auf der anderen Seite hat das natürlich auch wunderbar geklappt, zwischen den Häusern durchzufahren. Okay.
Na, sieht gut aus. Noch ist er nicht mal hier auf der Brücke. Okay. Ah, die Musik macht mich wahnsinnig. Einen noch hier auf der Seite. Okay. Seitenwechsel. Zweiter Seitenwechsel. Der Pfeil wird schon wieder dunkelrot. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Jetzt muss ich den hier erwischen. Okay. Alles wieder im grünen Bereich. Hier durch. Nee. Da vergeude ich die Zeit, die ich so bitter benötige. Das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil einfach auf der anderen Seite ja auch noch der ganze Prüll steht. Nee. Kann ich noch so oft gegenfahren? Jetzt bleibe ich hier hängen. Und das war's erneut. Also richtig, richtig knackig. Ihr seht das. Okay, Vollgas. Ein weiterer Versuch. Und es geht gar nicht so rosig los wie bei den anderen Versuchen. Man muss natürlich hier optimalerweise immer zwei erwischen. In einem Rutscher und nicht immer nur Stück für Stück. Na, und jetzt rutsche ich hier dreimal vorbei. Dann fahre ich es lieber so kaputt. Und dann kann ich hier vorne neu angreifen, aber das... ist alles andere als das Gelbe vom Ei. Bisschen Luft, aber das wird eng. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Okay. Fahre ich eben so kaputt. Dann kann ich von der hinteren Seite hier angreifen und muss nicht durch die blöden Gebäude. Naja, klappt nicht. Wisst ihr was? Vergisst es! Vergesst es! Ach, das ist schon ein ordentlicher Schwierigkeitsgrad. Jo. Und da geht die Bombe hoch. Okay. Brechen wir das ab? Ich will ja hier schon noch ein bisschen kleinen Erfolg zumindest haben. Hier in der Folge. Was machen wir? Gucken wir uns mal Crystal Rift an. Auf demselben schweren oder hohen Schwierigkeitsgrad. Gucken wir mal. Okay, wir starten im Zug über einem riesigen Canyon. Ganz im Hintergrund ist der Atom. Transporter. Wir müssen hier runter. Wir haben hier den Buggy. Und wie soll das funktionieren? Es ist schon ganz knapp vorm Einschlag. Dunkelrot ist der Pfeil. Wow, also Leute, das ist ein Teufelsritt hier. Zum Glück muss man bei den Gebäuden immer nur das Unterste kaputt machen.
Und das hier ist gar nicht gefragt, merke ich gerade. Und das ist alles andere als die Idealtaktik. Macht das immer besser mit vollem Turbo und mehr Anlauf. Dann kann man nämlich hier fast schon zwei Blöcke abreißen. So, jetzt haben wir hier den Bulldozer. Da mussten wir... Es muss hier einen Block geben, den wir da reinsetzen. Was? Alter! Nee! What? Also, klar, diese Blöcke, aber die sieht man ja mal gar nicht. Wie krass ist das denn? Okay, neuer Versuch. Haha, das ist hart. Das ist echt hart hier. Okay, ab in den Buggy. Und hier gibt's noch eine Fast Lane, sehe ich gerade. Wenn man hier früher abbiegt. Ja, ich weiß. Alles andere als super. Das sieht doch schon besser aus als eben. Ich reiß jetzt hier absichtlich nicht alles ab. Genau, das hier war auch gar nicht gefragt. Und jetzt habe ich zum ersten Mal so ein kleines Zeitpolster. Voller Anlauf. Jetzt noch die zwei Baracken hier. Und dann kommen wir zum Bulldozer-Teil. Die muss man hier einfach nur... Zack. Okay. Aber die letzte muss man sich von hinten holen. Das ist die besondere Schwierigkeit hier. Dass man die von ganz hinten... Als... Ah! Oh nein, da stand der Buggy. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Tja, Sascha. Das üben wir besser nochmal. Okay, versuchen wir es ein letztes Mal. Nehmen dann hier mit dem Buggy auch die kurze Strecke, die dann da lang geht. Und dann fährt man nämlich direkt auf das Haus zu. Steig aus. So. Nochmal Zeit gespart, würde ich sagen. Naja. Unser Vorarbeiter beschwert sich hier natürlich. This ain't such a good idea. Und weiter geht's. Diesmal halte ich mich hier auch gar nicht großartig auf. Sondern nutze die Zeit, die mir bleibt, die ich mir hier rausfahre, für den Teil mit den Steinen, mit den Bodenplatten, sag ich mal. Die Scheune hier reiße ich komplett ein. Da kenne ich nichts.
So. Bucky ist auf Seite. Ja, jetzt habe ich natürlich schon Scheiße gebaut. Das wird wieder nichts. Ich komme da gar nicht dran. Und da verbaue ich es mir selber. Ach Mann, ist das schade. Aber, naja, ich habe ja eine gewisse Lernkurve. Und es ist, glaube ich, zumindest erkennbar. Und dann geht es eben in der nächsten Folge weiter. Ich habe jetzt 2 Level lange probiert und nicht geschafft. Aber so ist das einfach hier im offensichtlich schon Endgame. Das ist echt herausfordernd, macht aber auch Spaß. Solche knackigen Puzzle-Level mag ich richtig gern, weil ich verstehe da, was passiert, was man machen muss, was gefragt ist. Und dann erarbeitet man sich Stückchen für Stückchen die Lösung, so wie das Eichhörnchen sich klein, mit kleinen, vielen Nüssen langsam ernährt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Es geht dann nächste Woche Montag weiter. Morgen gibt es ja dann FIFA FC Köln gegen Wolfsburg. Heimspiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet und dann am Montag auch wieder bei Rare Replay und Blast Corps, wenn ich hier weiter an diesem knackigen Level spiele. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.